So, schnell weiter, weiter, weiter. Und dann in den Brunnen, zum Brunnen, zum Brunnen. Und er ist immer noch da, der Arsch. Können wir den Gartenschlauch nehmen und vielleicht gegen Bienennest? Hey, weg da! Such dir einen anderen Platz. Nein, in den Brunnen. Hey, weg da! Such dir... Wie nett. Freeman machte sich offenbar... Er wollte... Macht er gar nicht, der will mich nur ärgern. So, dann nehmen wir mal Poki und hören den nochmal zu hier. Ja, und hier sehen wir jetzt das Kloster in seiner kompletten Größe. Ähnlich wie in Edna bricht aus, habe ich auch hier pingelig darauf geachtet. Also mehr oder weniger pingelig, so pingelig mal Daumen, drauf geachtet, dass die Außenansicht des Komplexes, des Gebäudes, in dem ja das komplette erste Kapitel spielt, einigermaßen zusammenpasst mit den tatsächlichen Innenräumen. Man kann hier im Prinzip alle einzelnen Räume quasi erahnen von außen, die wir später von innen begehen. Zum Beispiel der Gang zu den Schlafsälen ist im rechten Turm oben direkt über dem Kloster, das wir auch begehen können. Links ist irgendwo, sind die großen Fenster vom Klassenzimmer, dann ist da natürlich der Gang mit der Schuluhr, der Balkon. Und ja, alles ist da und wartet darauf, von uns bespielt zu werden. Umso gehässiger, dass wir zunächst das Kloster noch gar nicht betreten dürfen und uns stattdessen mit diesem ärgerlichen Freeman vorne rumärgern müssen, der sich weit über den Brunnen gebeugt hat, was er natürlich gar nicht darf, dieser unglaubliche Rebell. Ich freue mich natürlich sehr über, ich weiß nicht, ob ihr schon mit ihm gesprochen habt oder nicht, tut es auf jeden Fall, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, ausgiebig, denn Freeman ist besonders hip, übrigens wunderbar gesprochen von unserem Thomas Padani, der auch einer unserer Dedelic-Autoren ist, neben seiner Tätigkeit als Schauspieler und Sprecher. Und der Thomas hat wunderbar interpretiert die Wortneuschöpfung des Wortes Gumbo. Nur ein echter Rebell weiß natürlich, dass man heutzutage Gumbo sein muss, um auf dem Schulhof richtig Respekt zu bekommen. Das kommt. Dann werden wir mal so richtig Gumbo, würde ich sagen. Wenn er sich noch weiter vorwagte, würde er hineinfallen. Genau wie in Lillys Lieblingsbuch. In Lillys Lieblingsbuch? Lillys mit, wenn er sich... Genau. Hallo, was ist im Brunnen? Hab ich nicht gesagt, du sollst mich in Ruhe lassen. Ich versuche, mich zu konzentrieren, okay? Irgendwas ist da unten im Brunnen. Ich sehe etwas glitzern. Oh Mann, ich hoffe, es ist der Kellerschlüssel. Das wäre ja so Gumbo. Das wäre ja so Gumbo. Gumbo? Da ist ein Gumba gezeichnet mit Elefantenohren. Lass mich raten. Du weißt nicht, was Gumbo ist, oder? Ach, Lilly, du bist einfach hoffnungslos verspießt. Typen, die so lässig sind wie ich, sagen heute, das ist voll Gumbo oder das gummt. Aber du bist einfach nur lahm, voll Ungumbo. Na gut, das sagen wir bis alle nur noch Gumbo, ne? Klosterregeln. Wird das jetzt etwa wieder dein Vortrag über Recht und Ordnung im Kloster? Na, da bin ich aber mal gespannt. Kellerverbot und Brunnenverbot, beides. Was jetzt noch? Du siehst doch, dass ich mit dem Brunnen beschäftigt bin. Oder hat das deine ach so tolle Oberin auch verboten? Ja. Ach ja? Das beweist nur wieder, wie unsinnig diese ganzen Regeln der Erwachsenen sind. Okay, tut mir leid, dich belästigt zu haben, du Arschgeige. Die Idee war gut. Aber Lillys Arme waren zu kurz. Hey, weg da! Such dir einen an... Wie? Geht das echt nicht mit dem blöden... Das hatte zwar keinen... Haken? Hey, weg da! Such dir einen anderen Platz zum Spielen. Na gut. Wie nett. Freeman. Der Freeman ist ein echt töfter Typ. In den Gartenschlauch und gehen damit mal zum Schulteil. Geht gar nicht. Schade. So, wenn wir Kompressor anmachen, passiert die nichts. Die Kellertür liegt die Kelle. Wir brauchen allerdings auch.
Da hast du die Schaufel gebrochen. Die Idee war gut. Wie kommen wir da hin? Lillys Erfindungsreichtum in... Lilly musste nur die Hand ausstrecken. Nur die Hand ausstrecken? Wir haben einen Pinsel! Aber was bringt uns jetzt der Pinsel? Gehen wir mal eben nochmal zum Brunnen. Mit dem Pinsel müssen wir eigentlich irgendwas aufnehmen können oder so, ne? Wir müssen wahrscheinlich in den Honig tunken, um irgendwie vielleicht... Hey, weg da! Such dir einen anderen Platz zum Spielen. Wie nett. Um die Dings wegzulocken. Oder so, die Termiten. Aber ich wüsste jetzt nicht wie. Bitte. Hey, reden mal mit hast du dich endlich vom blöden Gehake loseisen können? Aha. Sehr gut. Dann hast du jetzt endlich Zeit, um mit mir auf Schatzsuche zu gehen? Moah. Hast du etwa noch mehr Aufgaben bekommen? Aha. Das ist so unfair. Aber vielleicht finden wir ja einen Weg, dass du mir trotzdem helfen kannst. Ich fänd's cool. Natürlich, wie denn? Du willst bestimmt wissen, wie die Schatzsuche vorangeht, oder? Aha. Nun... Um ehrlich zu sein, nicht so gut. Der Boden ist einfach zu fest. Ohne Schaufel werde ich hier wohl kaum fündig werden. Dafür habe ich aber schon einen prima Rand unter den Fingernägeln und aus Versehen eine Nacktschnecke verschluckt. Ein kleines Trostpflaster von Mutter Natur. Vor allem aus Versehen, ne? Na, pst. Ich glaube, ich habe was gehört. Wohl doch nicht. Ich dachte schon, es sei dieser Freeman, der hier schon den ganzen Morgen im Garten rumhängt. Ein lästiger Typ. Hält sich für Mr. Perfect, nur weil er sich nicht an die Regeln der Oberin hält. Aber hat er schon mal Reißzwecken in ihr Müsli gemischt? Hat er schon mal den Schwanz ihrer Katze in Schnellbeton eingegossen? Ich glaube kaum. Anfänger. Schnellbeton, natürlich. So, was Aufgabe. Was musst du denn jetzt schon wieder für die Oberin machen? Und jetzt sag nicht, du musst wieder ihre Warzen mit Bimsstein abreiben. Ich finde immer noch Krümel vom letzten Mal in unserer Schlafkoje. Was sind Bimssteine? Naja, egal. Sie hat dir aufgetragen, die Termiten vom Schaukelbaum zu entfernen, richtig? Aha. Das musste ja so weit kommen. Weiß sie eigentlich, wie schwer es war, die alle zusammenzubekommen? Für die großen Roten bin ich sogar ins Feuerwehrmuseum eingebrochen. Und dann die ganze Mühe, ihnen Kunststücke beizubringen. Polonaise können sie bereits, wenn man ihnen eine Spur aus Marmelade legt. Als nächstes wollte ich ihnen Cha-Cha beibringen. Ach, was soll's. Vielleicht schaffst du es, sie nur umzusiedeln, anstatt sie in die Luft zu sprengen oder was du sonst so vorhattest. Ich würde dir sogar dabei helfen, aber meine Marmelade ist alle. Marmeladenersatz. Machst du dir etwa immer noch Sorgen wegen der Termiten? Ich würde dir ja echt gerne helfen. Leider habe ich keine Marmelade mehr, um die Schnutzis wegzulocken. Aber wenn wir erst einmal den Schatz gefunden haben, können wir uns eine ganze Marmeladenfabrik kaufen. Oder besser noch, eine Imkerei. Ich finde Honig sowieso viel lässiger als Marmelade. Er klebt besser unter der Schuhsohle. Und wenn wir eine Imkerei... Vielleicht gibt es doch noch eine Chance für mein Projekt Gucklöcher für die chinesische Mauer. Na gut, wir haben eigentlich schon genug Tipps bekommen. Wir wissen, dass wir die weglocken können sollen mit... Gib dir keine Mühe, ohne Schaufel. Mit dem Gumbo hier, mit dem Honig von den Bienen. Das weiß ich schon mal. Lili, schalte das sofort ab. Wenn wir das abschalten, wir müssen vielleicht irgendwie die Oberin ablenken, dass sie nicht immer wieder kommt. Aber ich wüsste nicht wie. Wasserhahn. Lilly musste ihr Werkzeug jetzt nicht putzen. Nee, das geht alles leider nicht. Lillys Erfahrung zufolge ließen sich alle Dinge der Welt einteilen in Sachen, die gepumpt werden mussten und Sachen, die nicht gepumpt werden mussten. Das hier gehörte zur zweiten Kategorie. Oh. Kellertür. Wir können leider nicht mehr am hier rumkratzen. Das ist die das Kellertür ließ sich nur mit dem richtigen Schlüssel. Was das hatte zwar keinen Effekt gehabt, aber Lilly hatte trotzdem das Gefühl, ihrem Ziel einen großen Schritt. Wozu haben wir denn diesen blöden Wollknäuel? Die Oberin hatte Lilly verboten. Seitdem malte sie nur noch schwarz. Das wurde zum Glück tolle. Na gut, aber wo soll ich den Wollknäuel? Das ist immer noch so. Lilly musste ihr Werkzeug jetzt. Du sollst auch nicht putzen.
Wie kommen wir an den Honig ran? Wir können das auch nirgendwo irgendwie hinmachen, das ist das Problem. Hey, weg da! So. Er wollte wohl ver... Hey, weg da! Wie nett! Ist doch scheiße. Nein, also, den Schlauch müssten wir irgendwie irgendwo reinmachen. Vielleicht da, aber... Pinsel bringt uns auch nichts. Die Hake, damit können wir nicht ans Speedness. Hey, weg da! Such dir ein... Wie nett! Wie könnten wir ihn irgendwie ablenken oder so? Das ist doch... Auch wenn es ja die Oberen nicht lebt und so... War gar nicht so einfach gerade, finde ich, wenn man das nicht weiß. Gehen wir noch mal zum Hintergarten. Faden, ich habe Faden. Wozu brauche ich einen Wollknäuel? Baum, Termiten. Lilly erkannte schnell, dass sie die Termiten auf sie brauchte. Lilly hätte dem Baum gerne all ihre tollen Sachen gezeigt. Hä? Das ist ein bisschen blöd. Hey Lilly, was gibt's Neues? Ja, hier, Aufgabe der Oberin. Was musst du denn jetzt? Ne? Und jetzt sag nicht, ich finde... Nee, ich muss das Bild umgraben. Warte mal, Lilly. Hier ist gerade eine besonders harte Stelle. Ach, so ein Dreck. Ich ruiniere mir noch meine ganze Hornhaut. Hab so lange darauf gespart. Die Beete könnten aber auch echt mal wieder umgegraben werden. Aha. Sag jetzt nicht, dass dir die Oberin genau das aufgetragen hat. Aha. Aber das ist ja großartig. Dann kannst du mir am Ende doch noch helfen, den Schatz auszubuddeln. Du musst sogar. Es geschieht quasi im Auftrag des Herrn. Alles, was wir jetzt noch brauchen, ist eine Schaufel. Schaufel? Ja, ich weiß ja, dass im Keller eine Schaufel ist. Lilly wollte nur allzu gerne auf der Folge. Darum kletterte sie auch sofort auf den von den Termiten befallenen Baum. Zumindest hätte sie das getan. Offenbar war es ihr aber lieber, einen gehörigen Anschiss zu riskieren, sobald der Spieler ausschaltete. Ja, die Dialoge sind schön. Ich weiß schon, was. Ich muss die Termiten weglocken mit einer Honigspur. Das ist logisch. Aber ich brauche die Schaufel aus dem Keller. Damit ich in die Schaufel kommen, muss ich wahrscheinlich irgendwie vielleicht den Brunnen füllen mit Wasser oder so. Mit dem Schlauch, der da liegt. Ein Presslufthammer, eine Schaufel. Konservendosen. Die Idee war gut. Ja, das bringt uns ja alles da nichts, ne? Ich überlege. Weil meine Ansätze sind, glaube ich, richtig. Aber wie? Ich bin verwirrt. Wenn er sich noch gönnt. Ich kann ihn nicht anreden, gar nichts. Das geht alles nicht. Ach man, Lilly, jetzt halt doch mal endlich den Rand. Es sei denn natürlich, du hast eine Idee, wie ich an den Kellerschlüssel komme. Man bedenke nur, was ich damit alles anstellen könnte. Im Keller sollen die tollsten Sachen gelagert werden. Nicht nur so öde Dinge wie Schaufeln und Pinsel und so. Ich rede hier von echten Schätzen. Ja. Das ist scheiße. Wir sollten da ankommen. Kann ich irgendwie reinschubsen? Nee, kann ich nicht. I don't know. Bin nest. Lilly durfte nicht ins Kloster, hoffentlich. Mano. Ist das denn so schwer? Pumpe. Habe ich 100 Mal aktiviert. Lilly! Schalte das sofort!
sofort ab! Nochmal! Vivi! Schalte das sofort ab! Nochmal! Vivi! Schalte das sofort ab! Mann, no! Mann, meine Ansätze sind ja soweit richtig, meiner Meinung nach, aber ich überlege. Reifenschaukel, Wollknäuel, Hake mit Kompost. Das war zu schade für den Kompost. Das war zu schade. Das ist zu schade. Also das meiste ist ja logisch. Ne? Das weiß ich ja auch schon so weit. Ich geh nochmal eben zum Schulteich. Und zur Kellertür vielleicht, Oder sollen wir... Ich rede mal ein bisschen weiter mit Freeman. Bis der keine Lust mehr hat, mit mir zu reden. Ja, was willst du mit dem Kellerschlüssel? Du kannst dir gerne den Mund fusselig reden. Meine Aufmerksamkeit gehört einzig dem Kellerschlüssel am Grund des Brunnens. Im Keller sollen die tollsten Sachen gelagert werden. Klosterregeln. Wird das jetzt etwa wieder dein Vortrag über Recht und Ordnung im Kloster? Na, da bin ich aber mal gespannt. Du darfst nicht im Brunnen, du. Sag mal, bist du immer noch da? Schleich hier nicht so rum, sonst falle ich noch vor Schrecken in den Brunnen. Oh, wie süß. Hast du jetzt etwa Angst um mich, oder was? Keine Sorge, ich bin nicht so blöd, dass ich in den Brunnen steige. Aber nicht, weil die Oberin das verboten hat, sondern weil es wirklich zu riskant ist. Wobei... Der Brunnen ist zu gefährlich. Was? Ich weiß, dass die Oberin nicht will, aber du kannst dir kaum vorstellen, wie wenig mich das interessiert. Im Gegenteil, das ist fast schon wieder ein Ansporn für mich. Ich würde fast alles tun, damit ich nicht so ein kleiner Konformistenroboter werde wie du. Du wärst in den Brunnen klettern. Ich hab gesagt, verschwinde. Was ich hier mache, geht dich gar nichts an. In den Brunnen klettern? Ich hab gesagt, was ich hier mache, geht dich... Okay, was ist Kellerverbot? Wir dürfen nicht in den Keller. Mann, Lilly, lern mal einen neuen Text. Wir dürfen dies nicht, wir dürfen das nicht. Trink kein Motorenöl, spielt nicht mit den Steckdosen. Du kannst einem echt bei allem den Spaß verderben. Kein Wunder, dass dich niemand mag. Ich hab gesagt, verschwinde. Okay, er hat gesagt, wir sollen verschwinden, dann tun wir das auch. Da, bitte, bitte. Ah! Ich hab ein Planschgeräusch gehört! Hey! Hilfe! Als Lilly zurück an den Brunnen kam, war Freeman verschwunden. Oh, Freeman ist weg. So schade. Nehmen wir mal die Hake unten machen, damit man das Bienennest so Spaß. Was soll das? Lilly, nein! Geht weg! Geht weg! Ich habe eine Allergie! Oh nein, jetzt war der tollpatschigen Lilly doch glatt das Bienennest in den Brunnen gefallen. Den Bienen schien das auch wenig zu gefallen. Ihr Summen klang anders als sonst. So ein Pech aber auch. Nehmen wir den Gartenschlauch und packen jetzt mal in den Brunnen rein, ne? So. Und jetzt nochmal hier den Schlauch anmachen, ne? Wir wollen ja schließlich die Bienen retten. Auf zur Pumpe! Lilly, bist du von allen guten Geistern verlassen? Schalte das sofort ab. Aber hab ich dir nicht ganz genau gesagt, was du zu tun hast? Ich kann einfach nicht glauben, dass du es immer wieder schaffst, mich aufs Neue zu enttäuschen. Tut mir leid, behinderte Kuh. Dann gehen wir jetzt nochmal zum Brunnen. Gucken uns die Sauerei dort mal an. Ah.
Er hat aber den Schlüssel. Es war voller Honig, aber ich habe ihn gerettet. Lilly dachte darüber nach, den Honig mit bloßen Händen aufzusammeln. Aber dann erinnerte sie sich an die Schelte, die sie neulich in der Kantine bekommen hatte. Sie brauchte einen besseren Plan. Das sieht so wunderschön aus. Das sieht aus, wie ich nach dem Freeman Sonnenuntergang mochte meine. Vielleicht etwas grummelig sein. Aber mit den roten Punkten und den gelben Honigflecken sah er so lustig aus. Das konnte unmöglich lange anhalten. Hallo Freeman, wie geht's dir? Lilly, vielen Dank für deine tolle Hilfe. Das hast du wirklich klasse gemacht. Wenn ich dir irgendwie helfen kann... du willst den Kellerschlüssel haben. Aber natürlich. Nicht. Was fällt dir überhaupt ein? Du hast mich auf die Idee gebracht, in den Brunnen zu klettern. Deinetwegen bin ich hineingefallen. Aber anstatt mir rauszuhelfen, wirfst du mir ein Bienennest auf den Kopf. Und ertränkst mich beinahe. Sieh mich an. Ich bin nass, zerstochen und von oben bis unten mit Honig vollgeschmiert. Ich weiß, alle halten dich für süß und harmlos. Aber in Wirklichkeit bist du eine wandelnde Katastrophe. Das mit dem Schlüssel kannst du jedenfalls vergessen. Halt dich von mir fern. Na gut, wir wollen ja nicht weiter Unheil anrichten, aber wir möchten jetzt mal eben kurz hier den Pinsel mit Bienen. Hier, ne? Honig. Dann gehen wir mal zum Schulteich, ja? Dann zum Hintergarten. Oh, ich verliere meinen ganzen Honig. Wie doof. Wir nutzen den Honigpinsel jetzt mal bei den Termiten. Tatsächlich reagierten die Termiten sehr aufgeregt auf den Honig. Um sie wegzulocken, musste Lilly nur noch eine geeignete Stelle finden, wo sie ihn hinschmieren konnte. Oh, nehmen wir mal hier den Kompost. Die Komposttonne war der ideale Platz, um die Termiten umzusiedeln. Lilly machte sich sofort ans Werk. So, ihr seid frei! Der Plan hatte soweit funktioniert. Vielleicht sogar etwas zu gut. Die Termiten folgten nun Lillys Honigtapsen zurück in den Innenhof. Nein, nicht! Geht weg! Von dort wehte der Wind seltsame Laute zu ihr herüber. Wahrscheinlich waren das die Termiten, die sich über ihr neues Zuhause freuten. Oh, die Termiten sind so lieb. Edna hatte hier offenbar eine Widmung hinterlassen. Lilly war gerührt. Edna war Lillys beste Freundin. Einzige. So, dann folgen wir mal der Termitenspur. Guck mal, wo die hingeht. Freeman war nun endgültig gegangen. Dafür hatten die Termiten auf der Bank ein neues Zuhause gefunden. Und als wäre das nicht genug Anlass zur Freude, hatte sich auch noch einer dieser lustigen Gnome, die Lilly manchmal sah, zu ihnen gesellt. Oh, was ist das denn für ein süßer Gnome? Ein Zensiergnome wahrscheinlich, ne? Kellerschlüssel! Oh, der arme Freeman ist irgendwie weg. Ich frag mich nur, wo der hin ist. So. Jetzt können wir endlich diesen Kellerschlüssel benutzen. Die Oberin hatte strengstens verboten, im Keller zu spielen. Andererseits hatte Lilly eine Aufgabe zu erfüllen. Holen wir uns diese Schaufel.